Und da sind wir wieder bei Mega Man ZX für den Nintendo DS. Beim letzten Mal haben wir den nächsten Boss umgehauen, nachdem wir mal wieder Game Over gegangen sind. Und jetzt kriegen wir auch noch sein Biometall. Hochmut kommt vor dem Fall. Eine starke Rüstung ist nichts im Vergleich zu Willenskraft. Es wird eine Weile dauern, bis ich das Passwort wiederherstellen kann. Das Passwort ist fertig, wenn du es brauchst. Wenigstens hat der keine Szene gemacht. Schwester hat diesen Datenträger zurückgelassen. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen. So, letzte Aufnahme bitte. Du hast Datenträger. Biometallbericht, Klassifizierung, Hashtag 555, nein, ich weiß, was das Nummer heißt. 913, Auserwählte. Diese Nachricht ist für den bestimmt, der eines Tages das Biometall findet, das ich geschaffen habe. Kämpfen, Modell W, Grund für die Maverick. Das hat keinen Zweck, die Daten sind unlesbar. Vielleicht gibt es beim HQ etwas, womit wir sie retten können. Schick sie bitte zusammen mit dem Missionsbericht. Ja, mache ich. So, und damit haben wir alle Biometalle. Aber nein, das war's noch nicht, keine Sorge. Da kommt noch was. Datenträger ausgehändigt. Mission erfüllt. Sehr schön. Endlich haben wir alle Fragmente gefunden. Wir müssen uns neu formieren. Zurück zum Hauptquartier. Transport und... so viele Gebiete haben wir schon. X1 HQ der Wächter. Bevor wir zur Prallrehe gehen, gehe ich aber nochmal zu Flavem und repariere das Biometall. Denn auch Modell P hat ein bisschen Schaden abgekriegt. 8 neue Viecher habe ich noch gar nicht gezeigt. Richtig, die von Protectors bekommen haben. Ihr erinnert euch an sein Schild. Ja. Wir haben jetzt ein Schild. Der auch Schaden drückt, wenn er in den Gegner reinrennt. Und der eine gewisse Zeit lang hält. Löst sich aber auf, wenn wir das Modell wechseln. Ja. Also. Biometall reparieren, bitte. So. Wie viele Energiekristalle habe ich denn? Na, das sind nicht viele. Ich mach mal H komplett. Weil das einfach das beste Modell ist für Special Moves. F will ich gar nicht reparieren. L auch nicht, dann repariere ich wirklich mal P. Na, ich kann L auch reparieren. Ach komm. Ich brauche echt mehr Energiekristalle. Naja, wir kriegen schon noch voll, kommt ja noch ein bisschen was. Gute Arbeit. Wir haben den Inhalt des Datenträgers, den du im Labor mitgebracht hast, wiederhergestellt. Er stammt tatsächlich von meiner Schwester. Scheint ein Bericht über das Biometall zu sein. Es war eine Art persönliche Nachricht darin enthalten. Sie ist an die Auserwählte gerichtet, also an dich. Ich spiele den Bericht ab. Biometallbericht Klassifizierung Nummer 555913. Auserwählte. Diese Nachricht ist für den bestimmt, der eines Tages das Biometall findet, das ich geschaffen habe. Um gegen Modell W, das für die Maverick-Angriffe verantwortlich ist, kämpfen zu können, habe ich Modell X und Modell Z mit Hilfe der Daten gebaut, die ich von den alten Helden erhalten habe. Vieles verstehe ich immer noch nicht. Ich musste die Untersuchung von Modell W zur Grundlage für den Bau der anderen beiden Modelle machen. Kurz, diejenigen, die Modell X und Modell Z nutzen können, sind auch in der Lage, Modell W loszulassen. Du als Auserwählte hast die Macht, diese Welt entweder zu zerstören oder zu retten. Ich kann nur hoffen, dass du die richtige Entscheidung triffst und uns in eine strahlende Zukunft führst. Oh. Die Auserwählten bestimmen selbst ihren Weg. Sie können zum Helden werden oder zum Herrscher der Welt. Darum sagte Prometheus, du seist eine von ihnen. Hitbox? sorry, den Dialog habe ich jetzt irgendwie nicht ganz mitbekommen. Ich will nicht so werden wie Prometheus und die anderen. Ich bin froh, das zu hören, Ailey.
Es wurden alle Passwörter zusammengesetzt. Damit kannst du die Ruine betreten, in der das Herzstück von Modell W liegt. Wir müssen uns beeilen. Sie graben schon und werden bald am Herzstück angelangt sein. Du hast recht. Ich gebe die Missionsdaten sofort in den Transserver ein. Ailey, ich glaube an dich. Na dann, machen wir uns auf. Vorher zeige ich aber noch was, was zufälligerweise genau auf dem Weg liegt, deswegen... Ja. Können wir das ja ruhig machen. Denn das ist diese andere Richtung, die ich meinte, als wir zu Legancourt gegangen sind. Da gab es ja noch eine andere Richtung nach oben. So, Grabung stoppen. Mission erledigen. Ins Gebiet M müssen wir dafür. Das war der falsche Knopf, das heißt wobei. Nein, nicht abbrechen. Wobei, Daten speichern könnte ich auch mal. So. Jetzt aber richtiger Knopf, bitte. Transport. Danke. A2 Wald. So. Hier lang wollen wir. Denn, ja, weil das Gebiet hier ist, in das wir wollen. So einfach ist das. Na komm. Energiekristalle plus. Und HP wäre auch nicht schlecht. Die Subtanks sind nämlich leer. Immer noch. Nicht getroffen werden, ansonsten lädt sich der Subtank nicht auf. Setzt voraus, dass ich überhaupt HP bekomme. Was nicht der Fall zu sein scheint. Nee, bloß ein paar Energiekristalle. Gut, dann halt nicht. Im nötigsten Notfall habe ich immer noch das Bonbon. Wobei ich mir das wirklich gerne für den allerletzten Boss aufheben würde. Ah, bisschen HP. Naja, immerhin etwas. Die Energiekristalle trenne ich mal sogar auf, weil ich die HP brauche. Natürlich triffst du mich noch. Huch, da war eine Wand im Weg. So. Volle HP, Subtank fühlt sich immer weiter. Zumindest der erste. Das ist schön. Von denen habe ich nichts. Ah, sie machen ihren Fernangriff. Der so stark ist. Naja, sind die Anfangsgegner, also von daher. Was erwartet man? So, jetzt müssen wir gleich da sein. Hier war ein Frosch. Oh, das ist schön. More Energiekristalle, Bliss. So, hier ging es jetzt rein, aber wie gesagt, hier habe ich noch. Was? Deswegen gehen wir erstmal jetzt dahin. Übrigens hier die Stelle. Kommen wir nur mit dem kleinen Trick hoch. Wir müssen ziemlich mit H hochkatapultieren, damit P festhalten und kommen erst dann hoch. Ja, wer sich erinnert, hier hat's angefangen. Und jetzt frage ich mich. Moment, genauer gesagt war es hier. Und jetzt frage ich mich. Wie zum Geier sind die mit ihren Motorrädern hier hochgekommen? Na, egal. Hier hat's Don, die wir abfackeln können. Außer, ich stehe zu nah dran, dass ich eine Flamme bilden kann. Wir müssen nämlich ein bisschen wegstehen. Ansonsten, ja, bildet sich kein Feuer. Wie ich bereits sagte. Denn jetzt nochmal ein Datenträger. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob hier hinten nochmal irgendwas war. Lässt sich aber ganz leicht rausfinden. Erstmal nicht kaputt machen. So, und hoch geht's. Nervst. Ui. Ach, hier geht's wirklich noch weiter. Was war denn hier nochmal? Ah. Egal, Ladung für den Subtank, immer schön. Ist jetzt bald mal voll.
Fast. Mehr Energiekristalle, sehr schön. Noch mehr Energiekristalle. Hier komme ich aber nicht hoch. Vor allem nicht, wenn ich wieder in den Gegner reinspringe. Ah, da geht's auch sicher irgendwie hoch. Moment. So. Jetzt wechseln. Festhalten und hoch. Ah, One-Up. Sehr schön. Aber sonst war hier, meine ich, nichts mehr, oder? Nope. Hier unten irgendwas. Nein. Nur Gegner, die wir bereits kennen. Und Energiekristalle. Dann können wir jetzt ja zur eigentlichen Mission gehen. Und die Grabung stoppen. So, Subtank dürfte jetzt auch bald voll sein. Ja. Ein Fitzele fehlt noch. Aber das kriegt man schon zusammen. Na, komm her. So. Nichts Brauchbares gedroppt. Ah, aber da ist was Schönes. Na, komm. So. Geh auf. Ja, Mist, da habe ich nicht angegriffen. So. Sehr schön. Hier oben war noch ein Datenträger, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl. So, gehst du auch drauf. So. Hier wären wir vorher schon reingekommen, aber hier im Gebiet M wären wir nicht mehr weitergekommen, denn hier ist eine etwas größere Tür. Modell W muss ganz in der Nähe sein. Wir öffnen die Tür, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Öffnet sie. Gebt alle eure Passwörter ein. Ich bin der Wind, der durch den Himmel bläst. Ventus Aerus. Ich bin das Wasser, das durchs Land fließt. Glacius Passio. Ich bin das Feuer, das alles Leben erwärmt. Flamma Vies. Ich bin der Schatten, der niemals die Gerechtigkeit verlässt. Umbra Profes. Ich bin das Licht, das alle Möglichkeiten erhält. Lumine Infinitus. Ich bin der Mut, der für Ideen kämpft. Fortitude Cret. Letzter Schlüssel gefunden. Auf geht's. Alles liegt in deiner Hand. Gut, dann würde ich mich gerne zurückverwandeln. Sieht das nur so aus, oder? Sieht nur so aus. Okay, sah nur so aus. Ach nee. Dritte Variante dieses Bosses. Und wer hätte es erwartet, die stärkste? Da bleibe ich mal sogar F. Weil der relativ viel Schaden drückt mit seinem Buster. Na, komm runter. Oh. Hitbox-Treffen könnte helfen. Die ist nämlich wie gewohnt nicht besonders groß. Den Angriff kennen wir ja noch. Hier muss ich jetzt dashen, ansonsten trifft er mich. Aber der Stoß klappt immer noch. Auch wenn ich keine Ladung mehr habe. Deswegen ist F von den Ladungsmodellen auch das einzige. Also außer Z und X. Oder jetzt ZX. Das einzige, das auch ohne Ladung angreifen kann. Und hepp. Mist, jetzt hochgesprungen. Wieder zu hoch.
Jetzt müsste er auch gleich seine nächste Attacke machen, weil wir bald den Low-Life-Bereich gebracht haben müssten. Denn wie bereits der Bagger gezeigt hat, das ist Bagger, was eigentlich nicht war, ja eine Walze, drückt F mit seiner Attacke mächtig Schaden. Oder du machst weiter, das geht natürlich auch. Ups, zu weit gesprungen. Wechseln wir mal. Ah. Da wirft er seine Federn runter. Naja, Federn in Anführungszeichen. Also, Dinge da, man seine Flügel sieht. Kann man kaputt machen und sollte man auch, denn die haben keinen toten Winkel, wenn man keine kaputt macht. Gehst du jetzt bald mal kaputt, bitte? Klar, ich könnte zum Modell H wechseln, aber dann seht ihr es ja wieder nicht. Das heißt, gleiches Recht für alle. Wir sehen es nicht. Wow. Ein einzelner Schuss. Egal, gleich muss ein neuer Gegnertyp kommen. Nein, die kennen wir schon. Das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Ah, hier, dunkle Cyberelfen, die wir kaputt machen wollen, bevor sie anfangen, sich umzuteleportieren. Und dann anfangen anzukotzen. Indem sie genau sowas machen. Ja, dunkle Cyberelfen sind keine schönen Gegner. Und ihr auch nicht. Nein, dieses Mal nicht. Epp. Ich glaube, ich wechsle mal nochmal zu H. Einfach weil Mobilität. So, und du bist auch drauf. Noch einer. Ui. Halten aber auch echt ordentlich weit aus. Ah, Mist, ich wollte da oben noch gucken, ob da was ist. Naja, wird schon nichts gewesen sein. Lässt sich aber auch ganz einfach rausfinden. Da ist doch 100 pro was. So, hab's doch gesehen. Das ist der Rückweg. Oh, wow. Seriously, Leute? Ich sehe schon, was ich hier machen muss. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das... im Hard Mode funktioniert, denn im Hard Mode haben wir weniger Bearbeitungsmöglichkeiten, müsste aber funktionieren. Na? Ja, ihr seht's, ich kann ihn nach oben fliegen lassen, wenn ich das im Pausenmenü einstelle, aber das scheint nicht zu funktionieren. Scheiße. Gibt es irgendwas, was durch Wände geht? Doch blöd. Okay, ich muss weiter oben sein, sonst landet der Hurricane in der Wand. Danke. Ja, im Leichtmodus hätten wir mit F jetzt genug Wege gehabt, um die Kugel so fliegen zu lassen, wie es uns passt. Ich stelle ihn mal wieder richtig an, sonst vergesse ich das wieder. So. Standard und Standard. Und ihr habt jetzt nicht gesehen, was ich gemacht habe. Naja, schlicht und einfach haben wir auf dem unteren Bildschirm so ein Gitter, wo wir halt den Schuss lang ziehen können. Gut. Haben wir einen optionalen Weg gefunden. Mit dem Datenträger und würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin, ciao.
I'm gonna go get some.